Meine Lieben, ja, wie sagt man so schön, die Messe ist gelesen. Das ist zwar richtig, aber wir möchten natürlich uns heute am 34. und letzten Spieltag als neuer deutscher Meister von unseren Fans feiern lassen. Und ja, es ist auch so ein bisschen ein Zeitpunkt für Abschied. Klar, Vestergaard wird uns verlassen, Per Nilsson genauso. Er hat zwar nicht mehr so die Rolle gespielt, natürlich in der Saison und auch vorher schon nicht mehr. Aber er ist natürlich trotzdem ein Bestandteil davon gewesen, die uns ganz am Anfang auf die Erfolgsspur gebracht haben. Borussia Dortmund, ja, die haben ja, die sind quasi frisch gebackene Europapokalsieger, haben die Europa League gewonnen, Sabitzer schlecht gegen Reus. Die wollen natürlich auch nochmal eine schöne Saisonabschlussfeier planen. Das kann man natürlich am besten, wenn man nicht verliert, logischerweise. Super langer Ball nach außen, klasse gemacht. Sabitzer gegen Opare, Sabitzer super vorbei. Sabitzer flankt. Faustabwehr von Moraes. Hoffmann. Hoffmann nochmal vor. Kann aber geklärt werden. Nochmal Hoffmann. Der ist sehr motiviert, scheint es. Bender. Bender mit dem langen Ball. Da steht Vestergaard. Vollner. Kiyotake. Nimmt jetzt hier Polter mit. Polter. Sabitzer kommt hin. Aber Arthur Moraes hat da keine Mühe. So, wieder Vestergaard. Er steht da relativ weit vorne, macht aber gut. Schlechter Pass von Polter. Jetzt müssen wir aufpassen. Lewandowski, Reus. Reus treibt den Ball. Schlechte Abwehrleistung von uns. Perisic. Oh, alter Schwede. Das wäre ja eine Rakete. Da hat ja die NASA wahrscheinlich den Knopf gedrückt. Rakowski mit einer Glanztat, reflexmäßig Arme nach oben. Da ist er, fängt den Ball ganz locker ab. Vor Hummels, der natürlich hier bei der Standard mit nach vorne gekommen war. So, Sabitzer gegen Opari. Schön gemacht. Kiyotake. Vorne hin, Polter. Gegen Bender. Gibt einen Foul. Er winkt ab. Keine Karte. Muss man noch nicht geben. Freistoß Kiyotake. 21. Minute. Ball kommt in die Mauer. Sabitzer holt ihn sich. Vernascht Hummels. Und klasse Aktion von Marcel Sabitzer. Fantastisches Tor. Natürlich mal wieder Kiyotake mit der Vorlage. Ja, der Trainer mal wieder in bester Matrix-Manier. Surft er da durch die Bank. Da sehen wir es nochmal. Klasse gemacht, wie der den Hummels da verlädt. Und damit links schließt er ab, oben ins Eck. Klasse Tor einfach. Ja, die Dortmunder, da geht nichts mehr. Also das ist eine Saison, die ist natürlich gekrönt durch die Europa League. Meisterschaftstechnisch ist aber nichts mehr möglich. Also die können die Bayern nicht mehr überholen. Es bleibt bei Platz 3. Wiesmeier, oh schade. Vestergaard. Nochmal Vestergaard. Haben wir Glück, dass er da noch stand. Polter. Sebastian Polter gegen Çalhanoğlu. Fault ihn. Jetzt pfeift er. Gelber Karton schießt auch noch in die Höhe. Für den jungen Türken. Das war natürlich frustriert, würde ich mal sagen, vom Rückstand wahrscheinlich, dass Polter ihm weggelaufen ist. Von hinten in die Beine, da kann man auch mal die dunklere Farbe ziehen. Polter, und da ist das 2:0. Wieder ist es Marcel Sabitzer. Ja, da waren die Borussen nicht im Bilde nach diesem Freistoß, der von der Mauer abgeblockt wurde. Wir sind einfach überall gedankenschneller. Wir sehen es auch gerade wieder durch Kiyotake. Schade, der Ball kommt nicht an. Bittencourt. Aber Papadopoulos wird gefoult von Lewandowski. Ball bleibt im Spiel. Polter. Schön gespielt auf Wiesmeier gegen Piszczek. Spielt aber zurück. Kiyotake. Polter. Gegen Felipe Santana. Oh, jetzt fault Polter. Und da hat jetzt er Glück, dass es keine Karte gibt. Es war genauso intensiv im Härtegrad wie das Foul vorher von Çalhanoğlu. Und da haben wir wirklich Glück, dass wir da nicht mit einer Karte dastehen. Nächstes Foul, also für den 34. Spieltag, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Ne? Positionen sind bezogen. Ist es schon ein hartes Spiel, muss man sagen. Wir lassen uns jetzt hier auch anstecken. Ball kommt nach vorne. Polter, klasse gegen Çalhanoğlu. Der kann nicht mehr so richtig eingreifen, hat die gelbe. Ball kommt zu Chandler. Chandler flankt. Außen ist Wiesmeier zurück auf Polter. Und das ist schade, dass der Ball nicht ins Tor geht. Das war eine klasse Kombination. Aber Arthur Moraes, der portugiesische Brasilianer, hat was dagegen.
So, Chandler muss schnell hin, vor Reus am Ball, aber Dortmund bleibt am Drücker. Bittencourt mit ein bisschen Glück, Perisic. Lang gespielt auf Reus, Chandler lässt ihn laufen, flankt in die Mitte und da ist es 2-1. Also wenn du die Dortmunder von außen flanken lässt, dann ist es eigentlich permanent ein Tor. Wir haben das ja nicht zuletzt in den Spielen gegen die Borussen in der Europa League gesehen. Du kannst es dir nicht erlauben, die flanken zu lassen. Vestergaard. Ja, das war natürlich auch ziemlich lange wieder Nachspielzeit. Jetzt ist Pause. Bayern führt 2-0 gegen Bremen. Das ist entscheidend. Für das Spiel der Schalker. Die Schalker führen 2-0 gegen Düsseldorf. Das kann passieren, dass Schalke sich hier noch Platz 4 sichert und die Bremer am Ende dumm aus der Wäsche gucken. Halbzeitansprache natürlich auch bei uns. In der zweiten Halbzeit verderben wir ihnen endgültig die Laune. Das muss einfach die Rache sein für die Europa League, fürs Ausscheiden damals. Wir loben natürlich Sabitzer, klasse gespielt. Polter wird rausgehen, dafür werde ich Martosch reinwerfen. So, Papadopoulos können wir auch noch motivieren. Ich würde sagen, auch. Ne, lieber mal hinten, den Chandler. Das kann nämlich nicht sein, dass der den Reus da einfach so laufen lässt. So, Massagen. Ja, das bietet sich eigentlich an. Ganz genau, fertig. So, Martosch. Für Polter, erster Wechsel. In der Halbzeit. Polter konnte es leider nicht so wahnsinnig nutzen. Er hatte zwar vorne gute Aktionen, konnte aber leider das nicht mit dem Tor abschließen. Das 2-0 war natürlich, wenn man so will, 50% sein Tor. Oh, Chandler wieder nicht gut gegen Reus. Das ist Bender. Bender, Hoffmann geht ihm entgegen. Perisic, da steht aber vorne Lewandowski im Abseits. Da rücken sie raus und ganz klare Sache. Wäre es ganz abseits gewesen, dann hätte es nochmal bitter werden können, weil Rakowski war schon mal auf dem Weg auf den Boden. Perisic, Çalhanoğlu lang nach vorne, aber wir können klären. Vollner, Vestergaard, Papadopoulos auch ein bisschen weiter hinten steht er jetzt. Dortmund will es hier nochmal wissen. Die kommen jetzt natürlich ganz anders wieder aus der Halbzeit nach diesem Anschlusstreffer. Vollner muss hin, der kann den nicht so laufen lassen. Perisic, aber das ist Rakowski. Abwurf Rakowski. Ja, man merkt es, ne? Es ist eigentlich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es ist eigentlich ein Spiel, wo es um nichts geht. Aber du kommentierst, du leidest trotzdem mit, als ob das hier noch um alles gehen würde. Wiesmeier, schönes Ding, aber war dann doch zu nah aufs Tor gezogen. 54. Minute. Moraes packt den Ball, schlägt ihn raus. Oparé gegen Chandler. Der ist natürlich jetzt da hinten bei Reus wieder nirgends. Ball kommt nach vorne. Perisic schießt. Aber das ist natürlich ungefährlich. Ja, Rakowski fällt da um. Hätte eigentlich gar nicht gemusst. Hätte einfach nur den Arm heben müssen und fertig. Es gefällt mir nicht so richtig, wie wir spielen. Es ist eher ein bisschen Larifari. Ist ja sowieso die Saison vorbei. Wiesmeier kommt noch hin, denke ich. Macht er auch. Piszczek. Also das ist ja ein Witz. Also das ist ja ein Witz. Also das muss er entweder pfeifen oder muss er in die Ecke geben dann. Kiyotake. Martosch. Martosch will er heute nochmal ein Tor machen. Will er seine Quote noch nach oben treiben. Was die Torjägerliste angeht, erstmal nicht. Papadopoulos vor Perisic. Er kann es ja mit den langen Bällen, aber der war dann doch ein bisschen zu optimistisch. So, 62. Minute. Ich würde gerne Sabitzer runternehmen. Sabitzer darf sich jetzt die Standing Ovations abholen. Hat ein tolles Spiel gemacht. Und damit haben wir noch einen Wechsel übrig. Und den hatte ich eigentlich ja vorbereitet. Wollte ich gerne Per Nilsson nochmal einsetzen. Oh, Perisic. Viel zu viel Platz da vorne. Viel zu viel. Plattenhardt. Das ist Vollner. Jetzt mal ruhig spielen. Mal locker spielen. Wiesmeier gegen Piszczek. Piszczek darf im Moment alles. Also der hat hier Narrenfreiheit. Vollner super gemacht. Also jetzt macht er einen Fehlpass. Man sollte immer erst zwei... Oh, jetzt wird's gefährlich. Lewandowski! Glanztat, aber da ist das 2-2. Ja, das war dann nix, ne? Das war dann nix mit einem Sieg. 2-0, wenn du da so führst, dann musst du das normalerweise gewinnen. Dann kannst du dir nicht wieder zwei Gegentore kassieren. Wie wir das hier getan haben. Einfach wieder mal schlecht gespielt. Vor der Halbzeit hat Chandler den Reus da laufen lässt. Es war total unnötig, da wieder noch einen Anschlusstreffer zu kassieren. Und wenn wir jetzt hier nicht aufpassen, dann geht das Ding hier wieder noch schief. Papadopoulos. Wiesmeier, da ist Martosch. Martosch nimmt ihn schön an. Martosch
Matthäus auf. Ach, da ist Abseits. Ja, 74. Minute. Ich denke mal, es gibt einen Wechsel bei Dortmund. Und wir werden jetzt auch wechseln. Das machen wir ganz einfach. Vestergaard, der eine, der geht raus. Der andere, der geht, der kommt rein. Das gibt dann für beide Spieler im gleichen Moment Applaus von den Rängen. Sie dürfen sich beide nochmal zeigen, stehen beide im Mittelpunkt. So ist das genau richtig, finde ich. So, Kiyotake nochmal. Wiesmeier. Matthäus geht dem Ball nicht entgegen. Kiyotake nochmal. Wiesmeier. Schön nach vorne gespielt. Matthäus. Matthäus gegen Arthur Moraes. Und da hätte er es machen können. Da hat er es am Fuß gehabt. Sein, ich weiß gar nicht, 33. Saisontreffer. Kiyotake. Zu nah an Torwart. Normalerweise wäre es doch eigentlich klar, logisch, wenn wir uns hier alle schön friedlich 2:2 trennen würden. Wiesmeier nochmal gegen Piszczek. Wiesmeier flankt, aber der ist zu lang. Da standen sie hinten, da war Matthäus da, da war Eswein da, aber der Ball war zu scharf getreten. Keine Möglichkeit, für irgendwen daran zu kommen. Reus. Reus spielt hinten rum, Felipe Santana. Langer Ball jetzt nach vorne. Da ist aber Hoffmann vor Lewandowski, der auch jetzt ausgewechselt werden soll. Langer Ball auf Eswein, das wird wahrscheinlich Abseits sein. Leider Gottes, das war ein klasse Ball. Da sehen wir es. Ja, Opare war es, glaube ich, der da nach vorne rückt. Und letztendlich dann Alexander Eswein ins Abseits stellt. Letzter Wechsel diese Saison. Julian Schieber bekommt die Möglichkeit nochmal für 5 Minuten für Lewandowski in die Partie zu kommen. Das ist nochmal Vollner. Vollner nochmal auf Matthäus. Matthäus gegen Çalhanoğlu. Perisic. Schieber vernascht den guten André Hoffmann, aber es passiert nichts. Eswein, Kiyotake. Abgefälscht, nochmal Dortmund. Dortmund nochmal lang, das ist wieder Schieber. Papadopoulos steht nicht bei ihm. Schieber, abgeprallt, Vollner nochmal, Kiyotake. Wiesmeier, Matthäus. Matthäus gegen Hummels. Kommt nicht durch. Papadopoulos, nochmal lang. Schön gespielt auf Tim Matthäus. Eswein. Findet Wiesmeier. Wenn Wiesmeier den gut annimmt und in die Mitte spielt, passiert nochmal was. Matthäus! 3:2. Klasse! Genialer Saisonabschluss. Anders kann man es nicht beschreiben. Im allerletzten Moment wirklich letzte Rille, wie er da vor dem Torwart einschieben kann. Ja, es war vorhin doch nicht der letzte Wechsel der Dortmunder, der vorletzte. Der letzte Wechsel ist aber Makulatur. Wir bestreiten das letzte Saisonspiel absolut erfolgreich und versöhnen uns hier mit den Fans, mit der kleinen Rache gegen den BVB. Gewinnen das Ligaspiel nach dem Europapokal aus gegen die Borussen. Und jetzt können hier die Feierlichkeiten starten. Ich denke mal, jetzt wird auch gleich noch die Meisterschale übergeben. So, und ich bin jetzt gespannt, wer es geschafft hat. Bremen oder Schalke? Wer zieht in die Champions League-Qualifikation ein? Bis gleich, Leute.